Da bin ich echt jeden Morgen, habe ich mir da um 6 den Wecker gestellt oder kurz vor 6. Haben wir was zu essen gemacht. Habe mich vor den Fernseher gechillt und habe das Damals musste man geguckt. ja dann auch aufstehen. Heutzutage, wenn man quasi die Serien nur auf YouTube, dann ist das ja Schnuppe. Ja. Oder, wie heißt es denn? Na, sag mal, wie es heißt. Weiß ich nicht, worum geht's überhaupt? Das weiß ich gerade nicht mehr. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Jetzt weiß ich wieder. Tigerentenclub. Ja, genau. Ganz früher, als ich klein war, sind ich und meine Schwester dann immer ins Schlafzimmer gegangen und haben gefragt, ob wir Tigerentenclub gucken dürfen. Morgens. Und haben damit immer meinen Vater geweckt. Der hat's dann irgendwann richtig tierisch angekotzt. Wenn der pennen Statt will dass und wir da einfach ankommen, morgens um 7 oder sowas. er einfach sagt, ihr dürft das immer gucken, ne? Ach, wir haben trotzdem immer gefragt. Das Ja, war damals was. hat Und man damals so gemacht. dann hat er mal gesagt, ja, aber nur wenn ihr Strümpfe, Puschen und Bademantel Was? anhabt. Okay. Ja. Von wegen, nicht erkälten, wenn man da mit, weil über die Fliesen läuft mit, ohne Socken und sowas. Ach so, ja Und gut, dass wir uns das nicht sollte man. erkälten, dass wir uns generell nicht erkälten und alles. Das sollte man ja auch nicht machen, ne? Nee. Erkältung ist schon doof, wenn man dann mal nicht zur Schule darf. Ja, das stimmt. Früher wollte ich tatsächlich immer echt gern zur Schule. Die haben sich auch teilweise ins Gehirn geschissen, oder? Was? Nein, Schule war damals cool. Einigermaßen. Ich will jetzt auch noch zurück zur Schule. Einfach nur, weil ich da längst nicht so viel arbeiten muss wie in der Uni. Ja gut, das ist. Das ist einfach viel entspannter. Dagegen kann man nichts sagen, Hallo, das was habe ich stimmt. zur Abi-Zeit gemacht? Minecraft gezockt, wie jetzt? Ja, das stimmt Also. sogar. Da habe ich. Ich habe in der Abi-Zeit mit Minecraft angefangen. Ach ja, nochmal jung sein, ne? Das wär's. Also im Gegensatz zu dir bin ich noch jünger. Ja, komm, halbes Jahr. Ja gut, das nimmt sich nichts, ne? Ich bin trotzdem älter. Ja. Nur um das nochmal deutlich zu machen. Scheiß ich Halbes drauf. Jahr. Oder nein, es sind sogar 7 Monate knapp, ne? Fast 7 Monate. Ich hab vergessen, hier den Holzboden einzulegen. Arg. Du bist dumm. Jetzt muss ich die Fenster nochmal einen höher bauen. Haha. Na Haha. komm, geh kaputt. Haha. Haha. Ja, du bist älter. Ist klar. Ja, hast du was dagegen? Nö. Siehst du? Gut. Selbst wenn, mir doch egal. Haha. Stirbst du halt schneller als ich. Ist nicht Nein, okay. weil das gesünder ist, medizinisch bewiesen, es ist gesünder, ein leichtes Übergewicht zu haben, statt ein leichtes Untergewicht. Also es ist gesünder, ein bisschen fetter zu sein als dünner. Was treibst du eigentlich da unten? Wir brauchen hier oben neue Leitern. Ich Komm habe da hoch. oben links Steine gesammelt. Komm jetzt hoch, weil da oben Leitern weiter. Ja, schlag mich. Du hast mehr Herzen verloren als ich. Ich habe ein Herzen verloren. Wow. Verdammt. Ich habe gar keins verloren. Angeblich. Ich habe nichts verloren. Du hast mich doch gar nicht geschlagen. Oh, du hast mich geschlagen. Ich habe schon wieder vergessen. Jetzt bin ich unten und du hast die Kiste, die Öfen schon leer geräumt. Ja. Aber ich konnte immer nachladen, legen. Kann ich auch. Ah, oh, meine Beine schlafen. Nein, anders hinsetzen. Uah. Wie sitzt du denn im Schneidersitz, Wetten? Ja, ich schon. Oder saß. Das war klar. Ach ja, genau. Ich wollte mal jetzt, wo die Kamera meines Vaters da ist, die neue, ein Let's show your Schreibtisch.
Oder Let's Show Spitz. Warte mal, was? Verdammt, wie wollte ich das denn nennen? Das habe ich mir nicht gemerkt. Toll. Wieso, für was bist du eigentlich zu Nutzer? Ich glaube, ich glaube, es war das Let's Show Your Schreibtisch oder sowas. So, ich hätte gern die Kisten. Wo sind die Kisten? Nö. Nö. Was für Kisten? Nö. Hier werden die Kisten kaputt gemacht. Hier liegen jetzt hier als Item rum mit den ganzen Items aus der Kiste. Wieso hast du die Kiste kaputt gemacht? Weil ich hier woanders hin tun will. Die stört mich. Die steht im Weg. Oh mein Gott, nein. Ah, eine Kiste. Waren das nicht zwei Kisten? Nein, es war eine. Das da rein, das da rein, das da rein. Das, doch, das Schwert auch. Ich komme. Dauert das ewig, diese Treppe runter. Ich gieße mir in der Zwischenzeit mal was ein. Ich habe einen Schluck getrunken und gieße mal was ein und werde fertig sein, bevor ich unten ankomme. Eingegossen und zu und weggestellt. Und jetzt bin ich unten. So, und ich habe unten auch wieder aufgeräumt. Hä, hey, was willst du denn mit dem Holz da? Das sieht ja hässlich aus. Mach eine zweite Kiste hin. Ich habe mich verklickt. Ich wollte. Hier, pack sofort eine zweite Kiste hin. Pack sofort die zweite Kiste hin. Moment, ich baue gerade eine. Pack sie sofort hin. 3, 2, 1. Ey, es steht auch schon. Mir doch egal. Du doof. Guck dich mal an. Fetter Diss. Und Treppe hoch. Oh, dass man immer gedrückt halten muss. Ich laufe rückwärts hoch, dann kann ich mir die Räume angucken unterwegs. Ping. Wieder Fahrstuhl in der Uni. Ping. Warte, Moment, da musst du aber ein bisschen warten zwischen den Etagen. Und ein bisschen langsamer fahren. Und langsamer, genau. Und dann ist Freefall. Und vor allem, nein, keine Zäune. Bevor der in der Etage einfährt, musst du ein bisschen vorher anhalten und dann ganz langsam die letzten 10 cm fahren. Ganz, ganz langsam. Okay. Dann machst du es richtig. Im Prinzip hier, wenn man den Fahrstuhl ruft, dass man eine Viertelstunde nicht kommt. Richtig. Hast du noch Kohle? 31. Willst du die runterschmeißen? Schmeiß mal. Das geht. Och, jetzt fällt doch schon. Mann. Warte. Nächster Versuch. Ah, geht. Da, hab sie. Du hast mal einen runtergeschmissen. Oh ne, jetzt kommt der ganze hinterher, der ganze Schwall. Ja, ich hab erst eingeschmissen, aber das passt vom Winkel her. Reicht das mal, ne? Ja, erstmal, ne? Ich guck mal, auch mal die Etage. Hatte ich da nicht in den einen Ofen genug Kohle noch drin gehabt? Nicht so viel. Das war schon ziemlich viel aufgebraucht. Nein! Hier fehlt doch wieder der Fußboden. Ich esse jetzt After Eight. Oh, wie geil. Das ist sogar After Eight. Ha, 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 ha. Oh, Mann. Ha, ha. Uah! Puh! Tot? Nee, noch nicht. Ach, hab ein bisschen Fenster gefallen, ne? Nein. Ich fliege. Was ist? Nee, das darfst du nicht. Ich wäre auf dem Zwischendach gelandet und ich habe jetzt schon den halben Damage bekommen. Und das waren 6 Herzen. Oder 6,5 sogar. Ich möchte das auch mal sterben. Ich bin hier schon so oft irgendwo runtergefallen. Ich drück das gar nicht freiwillig. Ach, was will ich überhaupt unten? Oben. Schon aus. Helfen? Schon aus Reflex drückst du immer F, ne? Ja! Ne, nichts helfen. Ich brauche erstmal Steine. Hast du keine mehr? Ne. Ich hätte dir welche. Ne, ich hätte dir kaum welche geben können. Ah, ich bin so doof, weil man craftet. Man kann das. Bei sich selber craften. Ja. Ja, du setzt jetzt hier die Steine hin, dann bist du voll doof, du. Es tut mir leid. Hat er so kurze Arme, bla. Was? Der hat so kurze Arme, der kann. Ist nicht fähig, irgendwelche Blöcke hinzusetzen. Wie? Was? Wo bin ich denn gelandet? Wow. Wie heißt die Spielfigur von Minecraft? Also, ich heiße Melonen. Nein, die heißt Steve. Wie groß ist Steve? Ach, 1,90, oder? Ja. Und wie groß ist die Augenhöhe? 1,70. Hallo, bring Leitern hoch, komm, bau. Bimbo, Bauleitern. Wie hast du mich genannt?
Lollfalt habe ich dich genannt. Mist, bist nicht nach hinten runtergefallen. Nein, ich bin extra nach vorne gegangen. Hast du mich Schädelspaltung! Oh, ey, wir müssen dieses andere Spiel mal LP'en. Welches andere Spiel? Was ich heute mit Johnny gespielt habe. Ich lass mich hier hoch. Das, wo man Dingsen sein kann. So Ritter und sowas. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Abgesehen davon hat mir der gute Solet die Sluna, dieser böse Sluna, noch ein anderes Spiel empfohlen, was ich mir einfach auch mal geholt habe. Beides kostenlose Freeware-Games auf Steam. Dann ist es ein gutes Spiel. Stimmt. Es soll Bock machen, weil man da kann man Ritter sein. Bau mal da noch ein paar Leitern dran, bitte. Dann komme ich wenigstens hoch. Da kann man Ritter sein, Wikinger. Nein. Oder, ich weiß es gar nicht mehr. Das heißt doch so Knights, Vikings und sonst was. Das soll Laune machen. Ark ist mein... Oh. Das soll richtig Laune machen. Wenn wir das tatsächlich spielen und LPT'en, können wir ja mal vorher einen kleinen Aufruf starten, ob ihr Bock habt mitzuzocken. Den kann man zusammen zocken. Hier, so, die erste Eisenspitzhacke ist schon wieder kaputt gehauen. Doch, habe ich schon lange. Nur weil ich immer deine gesetzten Blöcke hier wegreißen muss. Auf welcher Höhe? Was wollen noch wir eigentlich höher. Oben drauf bauen, meine ich? Weiß ich nicht. Wir bauen erstmal. Ach, wir wollten doch die einzelnen Zwischenetagen immer einen größer bauen. Ach, fuck. Wie ein größer? Wollen wir machen, dass wir so Ränge außenrum haben. Ach ja, stimmt. Ja. Irgendwie ist daraus nichts geworden. Nein, nicht die Tastatur verkleben. Böses Zeug. Warte, der Weg nach unten zieht sich wirklich ganz schön. Ach, du bist hinter mir. Ich bin schneller. Wir sind gleich schnell. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ah, es war so klar. Du hast dich doch vorbereitet. Ich hatte gesehen, wie du mit dem Schwert rumfuchtelst. Da hol ich natürlich auch ein Schwert raus. So, überall nochmal Cobblestone nachlegen. Ich habe auch nur noch 40 Cobblestone. Ich habe noch 4 Stacks, aber wir haben keine Kohle mehr. Ich krieg Kohle. Ich hab noch 10 Kohle. Ja, ich habe 0. 0. Ich habe noch ein Sprengpulver. Außerdem gehe ich mal Eier farmen. Aua. Ich wollte Gitter brauchen wir noch, neue. Hallo Surf. Schafi? Lol. Ich glaube, ich komme auch nochmal runter. 4 Eier. Weil ohne dich kann ich da oben eh nicht weiterbauen, weil du Leitern und sowas hast. Ja. Wie sieht's mit dem Zuckerrohr aus? Ja, komm. Ich muss schon mal ernten. Das obere. Samen. Beziehungsweise das Zuckerrohr, habe ich eine bessere Idee. So lang bauen. Dann wollen wir so weit laufen. Dann bräuchten wir. Aber am sinnvollsten wären tatsächlich auch Dings, ne? Lilypads. Ja, Seerosen. Ich gehe mal in der Gegend rum. Ich habe meine Shears dabei. Brauchst du nicht dafür? Braucht man nicht dafür? Haben sie doch geändert damals. Echt? Yep. Cool. Sind hier Lilypads? Hier ist Zuckerrohr. Mitnehmen, immer mitnehmen. Lilypads, hallo, Lilly. Ach, kennst du gar nicht. Doch. Woher kennst du das denn? Du hast es doch gar nicht geguckt. In deinen Träumen vielleicht. Nee, keine Ahnung. Ich kenn's halt, fertig. Weil Grund ist doch auch immer mal, wenn er an Dingens vorbeiläuft. Ach ja, stimmt, an Lilly. An dem Bild. Ja. Ja, was ja nicht existiert mehr derzeit. Stimmt. Hier sind keine Lilypads. Heul doch. Ich hab hier